Tja, und damit willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Legend of Grimrock 2. Das letzte Mal sind wir nicht bis zum Boss gekommen, sondern vor der einen Höhle stehen geblieben. Und genau da machen wir weiter, sobald dieser Ladescreen vorbei ist. Ich glaube fast, ich soll den erst laden und dann den Part beginnen. Naja, beim nächsten Mal dann. Gehen wir in die Höhle. Und hier haben wir... Was steht hier? Die Halle der Toten. Alles klar. Was haben wir hier? Nix. Noch mehr nix. Wo gehen wir als erstes hin? Hier lang. Kette ziehen. Umschauen. Passt. Ich habe die Toten gefunden. Und ich mache keinen Schaden. Hey? Moment mal. Den Dingern kann man übrigens ziemlich leicht ausweichen, weil sonderlich schnell sind sie nicht. Was gibt's noch zu sagen? Sie sind untot. Wer hätte das gedacht? Und in diesem Spiel ist es so, untote Einheiten sind immun oder zumindest stark resistent gegen Giftschaden und dafür anfällig für Blitzschaden. Und das zählt für alle untoten Einheiten hier. Ne? Na komm schon, schnell leer. Sapp zu. Geht doch. Später werden diese Gegner zum Glück einfacher. Zumindest überwiegend einfacher. Okay, ich habe zugegebenermaßen auch weder die stärkste noch die schnellste Waffe, die so möglich wäre, aber leider die einzige Waffe, die sie mir aktuell gegeben haben. Also die einzige Waffe dieser Gewichtsordnung. Ach ja, weil man es gerade gesehen hat, wenn ich mit einer Wurfwaffe verfehle, kann ich sie danach wieder einsammeln. Wenn nicht, also wenn ich damit treffe, bleibt sie vorübergehend im Gegner stecken. Und der Gegner muss erst besiegt werden, ehe ich die Waffe wieder kriege. Einzige Ausnahme sind Steine, die aus irgendeinem Grund eine Sonderrolle haben. Hier haben wir noch eine Kiste. In der Kiste ist, soweit ich weiß, genau, eine Knifte. Die Knifte, kann ich die überhaupt schon benutzen? Nein, kann ich überhaupt noch nicht benutzen. Schade, ich wollte sie gerade ausrüsten. Na, heben wir es erstmal noch auf, bis ich sie irgendwann mal benutzen kann. Hier ist eine Druckplatte. Was macht die Druckplatte? Die macht das Türchen zu. Und der Knopf macht Türchen wieder auf. Also, was macht man da? Haben wir gelernt. Wir legen etwas auf die Platte, drücken dann aufs Knöpfchen, Platte bleibt unten, Türchen geht auf, wir können durch. Irgendwo hier war doch noch... Na, hier ein Wandschalter. Damit kommen wir... Den konnten wir vorher schon. Mal neue Button ausrichten. Boden drauflegen, Stein wieder mitnehmen. Können wir hier unseren ersten Geheimgang mal durchgehen und kommen in ein abgelegenes Gebiet mit Gegnern, soweit ich weiß. Gegner, wo seid ihr? Da. Na komm schon her. Schnell leer. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also, die Zuschauer haben vielleicht den ganzen Tag Zeit, weil sie keine anderen Videos gucken wollen oder sonst was machen. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich möchte das Video nicht über 3 Stunden lang haben.
sie tanzen einen Tango. Und ich habe mich gerade einengen lassen. Na toll. Ein Glück, dass die nicht so viel Schaden verursachen. Gib her. Das versuchen wir gleich nochmal. Eine Trefferwahrscheinlichkeit ist aber auch gerade überragend. Und sie tanzen einen Tango. Jackie Brown und Baby Millie. Und er sagt dir leise Baby. Wenn ich ausdrücke, machst du dicht. Und dann fällt es bei Manhattan. Und dann kommt dann her mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert. Doch dann löscht sie schnell das Licht. Ich weiß, die Kämpfe hier sind sehr spannend, vor allem wenn man sich nicht bewegen und ausweichen kann, so wie ich jetzt gerade, weil man sich dämlich angestellt hat. So. Was gibt's hier? Hier gibt's frische Gartenkräuter. Und eine abgeschlossene Truhe, in der halt nützliches Zeug drin ist. Wieder eine von den Truhen, die ich wahrscheinlich so bald nicht öffnen werde, einfach weil hierfür brauche ich einen Dietrich und Dietriche sind zumindest am Anfang noch ziemlich in Mangelware. Später hat man dann mehr als genug davon, aber... Später ist halt später und noch nicht jetzt. Könnt ihr euch übrigens als Weisheit des Tages ins Muttiheft schreiben. Umstrukturieren, umstrukturieren, umstrukturieren. Wie viel kann ich noch schleppen? Na gut, nehmen wir das Zeug ja auch noch mit. Kurz speichern, weil speichern ist nie verkehrt. Gespielt, gespeichert und hier durch. Was haben wir hier? Noch mehr Tote. Wer fehlt? Schon wieder zwei Gegner auf einmal. Macht doch immer noch keinen Schaden, verfext nochmal. Da ist eine Truhe Tiere. Gumste? Ja, gut. Na, guck mal her, da. So, hier machen wir erstmal das Tierchen zu, damit der andere nicht durchkommt. Um die Ecke, dann bringe ich dich um selbige.
Wie weit versuchen wir in diesem Pod übrigens zu kommen? Ich würde sagen, bis vom ersten Boss. Das ist kurz nach dieser Höhle hier. Und den Boss machen wir dann im nächsten Part. Also kann ich noch nicht sagen, wie lang dieser Part wird. Werden wir uns überraschen lassen müssen. Also ich werde mich überraschen lassen müssen. Ihr braucht bloß unten auf die Videozeit gucken, um zu wissen, ob der Part länger wird oder nicht. Yay, ich habe Stärke plus 1 bekommen durch Mutation und nochmal eine Stärke gekommen durch meinen Barbareffekt. Das ist praktisch für den Anfang. Mehr Stärke gleich mehr Schaden. Und mehr Schaden bedeutet, ich kriege vielleicht diese dämlichen Gegner mal schneller tot. Und wo tun wir die Skillpunkte reinstecken? Erstmal in noch mehr Schaden. 4 bis 11 Schaden. Naja, immerhin etwas. Zack. Ich würde sagen, der hat uns bemerkt. Ich weiß nicht warum, aber ich würde mal sagen. Kriminal Tango in der Taverne. Schneidende Spannung. Rote Laterne. Abend für Abend. Immer das Gleiche. Denn dieser Tango geht nicht vorbei. Hier haben wir einen Schlüssel. Und wo brauchen wir den Schlüssel? Bei der Tiere. Zack. Und was haben wir hier? Noch mehr Tote. Ich hatte eigentlich gedacht, man findet hier unten noch eine Waffe, aber dann kam die etwas später, was ziemlich unpraktisch ist. Ich hätte die Waffe ziemlich gerne gehabt, bevor wir zum ersten Boss kommen, aber nun ja, was soll's. Verfehlt. So, den anderen haben wir mal wieder ins Ausgesperrt. Und jetzt warten wir auf den hier. Abenteurer und die Mumie. Und da sagt ihr leise, Mumie, ich hau dir volles Pfund aufs Maul. Und da schon weiter ging, wo zur Hölle führte dann das hier nochmal hin? Für das ist der Waffe, die ich suchte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es führt mich zu einem Heiltrank und einer Schriftrolle mit, welchen Zauber verrätst du mir? Der Schockspell. Wie praktisch, wenn ich jetzt noch zaubern könnte, wäre der sogar nützlich. Und da haben wir einen mit der besagten Dietrich für die Drohnen. In der Truhe ist aber nichts Besonderes drin, unter anderem bloß ein Plattenpanzer,
Plattenpanzer? Nein. Eine leichte Rüstungspanzer bloß. Über dieser Rüstungspanzer ist leider nicht der, den ich suche, und da opfere ich jetzt noch keinen Dietrich für. Na gut, zumindest kann man diesen Gegnern hier noch ausweichen. Es gibt Gegner, die können zur Seite oder in alle Richtungen angreifen. Denen auszuweichen wird dann immer sehr witzig. Aber ich nehme euch noch nicht so viel vom Spiel weg. Das sollt ihr ruhig selbst sehen. Falls wir irgendwann die Mumie besiegt haben und wir soweit kommen. Hatten wir hier noch was an der Wand? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Scheinbar aber. Ne. Gut, nehmen wir dieses Horn hier mit. Schmeißen das Horn hier in die Zweithand. Blasen, weil was könnt Eva mal? Nein. Sehen, dass es hier nichts gibt. Außer ihren Schalter drückt man einen Knopf. Da geht hier vorne die Wand runter. Genau. Und wir sind wieder hier. Und ja, ich habe hier einen Schatz unverbuddelt gelassen. Nein, nicht unverbuddelt, verbuddelt gelassen. Den hole ich mir später, weil da ist ebenfalls nichts Interessantes drin. So. Wir hatten an der einen Stelle den Goldschlüssel gefunden, den können wir hier benutzen. Kriegen einfach eine Truhe mit einem Dolch, den wir nicht verwenden können. Ein bisschen Muni für die Knifte und ein Trank, der die Stärke erhöht. Moment, können wir diesen Dolch nicht benutzen? Ich glaube, wir können ihn benutzen. Der dürfte sogar stärker sein als meine jetzige Waffe. Jupp, ist er auch. Na gut, benutzen wir, bis wir eine bessere, schwere Waffe haben, erstmal diesen Dolch. Jo, und um den Boss zu rufen, müssen wir das Horn in diesen Kreis hier ertönen lassen. Das steht, glaube ich, auch hier. Jupp. Rufe für die Wächter, aber das machen wir im nächsten Part. Wir schlucken jetzt noch auf die Schnelle. Moment, den Trank hier. Sehen, dass wir jetzt einen Maximalschaden mehr machen. Leider nicht mit dem, weil der ist geschicklichkeitsbasiert und nicht stärkebasiert. Aber ich würde sagen, das ist es, was für heute. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns diesen Boss hier stellen. Euer Dark.